Heute haben wir das neue Naturparkhaus eingeweiht, eröffnet. Ein Meilenstein für den Naturpark. Wir haben da seit 8 Jahren mehr oder weniger an diesem Konzept gearbeitet. Eine Perlenkette von verschiedenen Informationspunkten im Tal, mit in der Mitte des Tales sozusagen das Naturparkhaus. Und das ist heute sozusagen der Endpunkt, die Endausführung dieses Konzeptes. Und da sind wir alle sehr, sehr stolz, dass das heute hier so geschaffen ist und hier da so steht. Ja, zu diesem Naturparkhaus, dem letzten Puzzleteil in der Anlage der unterschiedlichen Vermittlungseinrichtungen im Ötztal, habe ich eine ganz besondere Beziehung, weil ich es eigentlich von Anfang an schon intensiv begleite, durch alle Ups und Downs, durch jegliches Auf und Ab, und bin sehr glücklich und froh, dass es jetzt da steht. Architektonisch wunderbar, auch sehr mutig hier in Längenfeld und mit einer ganz tollen Ausstellung, wo ich allen nur empfehlen kann, dass sie herkommen und sich das anschauen. Also das Naturparkhaus bietet viele Besonderheiten des Tales, naturkundliche Besonderheiten des Tales, die in einer außergewöhnlichen Art und Weise dargestellt werden. Wir haben viel mit Holz gearbeitet, wir haben ein bisschen einen künstlerischen Ansatz gewählt und wollen im Endeffekt die Natur zeigen, was es dort gibt, aber anregen, mit unseren Naturpark-Wanderführern diese dann draußen zu erleben. Ein zweiter Teil ist eben das Badl Längenfeld, wo es einfach um die Historie, die alte Historie des Badl-Tourismus sozusagen, des alten Bauernbadels geht, zum einen, und zum anderen eigentlich den Ursprung. Der Ursprung dieses Bauernbadels, nämlich das Wasser als solches, die Bohrung, wo man ja hier praktisch auf 1800 oder 1800 Meter hinunter gebohrt hat, um auf warmes, schwefelhaltiges, wertvolles insofern Wasser zu stoßen. Ja, wir haben heute da die Geschichte von Bad Längenfeld präsentiert und eröffnet. Es ist darum gegangen, einmal zu zeigen, wie wir von 1986 bis 2000 die Therme erschlossen haben, von Beginn bis zum Ende der Bohrungen. Und zeigen, wie die Geschichte von Mitte des 15. Jahrhunderts bis eben zur Therme, wie sich das alles entwickelt hat. Ja, wir wissen alle, dass es dringend notwendig ist, dass wir auf Natur und Umwelt gut Acht geben, dass da Veränderungen unterwegs sind und dass wir uns mit dem Schutzgedanken gut auseinandersetzen. Und hier in diesen Naturparkhäusern, in diesen Einrichtungen, wird allen, sowohl Gästen als auch den Einheimischen, vermittelt, was es zu schützen gilt, weil ja, wahrscheinlich schützt man nur, was man kennt und liebt.